Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder bei mir reinschaut. Heute bin ich hier auf der Jagd unterwegs, minus 12 Grad. Da, wo die Sonne reinkommt, da ist es schon wieder richtig angenehm, aber an anderen Ecken, da ist es hier noch wie im Gefrierfach. Aber es ist wunderschön draußen. Und heute auf der Jagdtour in der Pause möchte ich euch heute mal ein Lieblingsjagdmesser von mir vorstellen. Das hat mir der Marco gemacht aus Litauen und das zeige ich euch jetzt mal. Ja, da ist das schöne Stück und das erste tolle Feature, das mir Marco gemacht hat. Wer genau in meinen Film aufpasst, der weiß, dass ich Linkshänder bin und Marco hat mir hier eine super Lederscheide aus Sattelleder gemacht für Linkshänder. Das ist natürlich für mich top. Und was das coole ist, er hat es mir auch genau in der Farbe von meinem Gürtel dann auf Wunsch gemacht. Wie ihr seht, ist die Scheide auch super verarbeitet und hat eine super Qualität. Und das Messer ist auch sehr schön mit dem Griff tief drin, sodass man es auch nicht verlieren kann. Das Messer hat einen wunderschönen Griff, handgefertigt aus Elch und natürlich hier mit der wunderschönen Verzierung. Ja, da ist ein Bär drauf auf beiden Seiten und es ist, könnt ihr hier sehen, wunderschön auch gemacht. Auch hier die Fassung für den Fangriemen ist top. Hier sieht man auch schön noch das Elchgeweih. Und auch das Tolle ist, auch hier vorne der Abschluss ist alles aus Elchgeweih gemacht. Ja. Und das seht ihr hier, das Ding liegt einfach wie ein Handschuh in der Hand. Ja. Das verschmilzt quasi mit der Hand und das ist das, was das zu meinem Lieblingsmesser macht. Die Klinge selber ist Rasiermesser scharf. Und mit 25 Grad angeschliffen. Das heißt, bei 25 Grad kriegt man eben diese Rasiermesserschärfe raus und hat dann hier als Jagdmesser natürlich das ideale Messer, um Wild aufzubrechen, Wild zu versorgen und auch aus der Decke zu schlagen, wie mir Jäger dazu sagen, wenn man das Fell entfernt oder die Schwarte beim Wildschwein. Die Gesamtlänge vom Messer ist auch für die Jagd eine ideale Länge von 25 cm. Die Klinge selber ist 12,3 cm lang. Und hier, das ist so. Deshalb ist es auch jetzt nicht fürs Betoning geeignet. Ja. Die Klinge, das seht ihr, die hat nur 2 mm. Dafür ist sie aber jetzt für jagdliche Aktivitäten besonders ideal. Ja, vielleicht noch eine Info zum Stahl, das ist ein besonders harter Stahl, 4 HSS, Hochleistungsstahl und gehärtet auf 63 Rockwell. Ja, ich hoffe, das Messer gefällt euch. Das ist natürlich nichts von der Stange. Ja. Und ihr kennt ja meine anderen Videos, selbstverständlich. Zum Beispiel habe ich das TBS Bohrmesser, das ist so mein Allround-Messer für Buschkraft und Jagd. Und fürs ganz Grobe nehme ich dann so ein Bear Grylls Rival Knife. Ja, das hält noch mehr aus. Und wie gesagt, auch mit einem Mora, die habe ich auch, kommt man genauso gut über die Runden. Aber ihr wisst ja, wenn man mal mit den Messern anfängt, dann hört das Sammeln nie mehr auf. Ja. Und das ist jetzt eben hier so mal ein ganz besonderes Teil. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir ein Like. Jo, und macht's gut, ja, bis zum nächsten Mal, euer Hans. Ciao.